Wir schauen uns in unserem DFG-Projekt an, wie sich das sogenannte minimale Selbst, also die Repräsentation von deinem Körper, darauf auswirkt, wie Kinder und Jugendliche planen. Wir schauen uns an, wie Kinder und Jugendliche planen, sowohl motorisch als auch kognitiv. Und deswegen haben wir hier diese Kletterwand, wo man sich live anschauen kann, wie motorisches und kognitives Planen interagieren. Diese Kletterwand ermöglicht uns, dass man in dem Moment, wo man einen Griff berührt, Reaktionszeiten aufzeichnet und dadurch live tracken kann, sowohl welche Griffe benutzt werden, als auch wie viel Zeit dafür verwendet wird. Und mit dieser Messmethode können wir uns eben sehr schön die Interaktion von diesen Planungsprozessen anschauen. Dieses DFG-Projekt ist im Rahmen eines Schwerpunktprogrammes Active Self, in dem ungefähr 70 Forscher in Deutschland zusammenarbeiten, Robotikforscher, Entwicklungsforscher, Kognitionspsychologen und Bewegungswissenschaftler. Und unser Endprodukt nach 6 Jahren Forschung soll es sein, dass Roboter und Menschen zusammenarbeiten, zusammen vielleicht auch klettern und wir insgesamt die Entwicklung von Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen stärken.